Hallo zusammen, hier ist euer Jörg, euer Taschenfreak. Mit einem Rucksack, den ich euch so noch nicht bisher, glaube ich, gezeigt habe, außer in den Social Medias, habe ich kurz so berichtet, habe ich jetzt 2 Wochen, ist von Think Tank Photo. Die amerikanische, US-amerikanische Marke, die für ihre Retrospective-Serie bekannt sind, die knautschige Stofftaschenserie. Ansonsten kennen wir Think Tank unter anderem von den sehr robusten AirPod-Drollies und von diversen anderen Produkten mit Mindshift Gear gematcht vor ein paar Jahren. Ich habe sie ein bisschen aus dem Auge verloren, auch längere Zeit keinen Kontakt mehr mit Think Tank Photo bzw. mit Mindshift Gear Deutschland gehabt. Möchte euch aber diesen Rucksack hier vorstellen, weil ich glaube, dass dieser Rucksack bei vielen von euch, wie es auch bei mir der Fall war, in einer Schublade im Kopf ist, wo er gar nicht hingehört. Denn er sieht so ein bisschen aus wie Schulranzen, wenn man ihn auf den Produktfotos vom Hersteller her sieht. Das Ganze ist er aber nicht, denn es ist kein Koffer, sondern er ist ein knautschiger, weicher, bequem zu tragender Kamerarucksack. Ich gehe ein bisschen im Detail drauf ein. Anfangs zeige ich euch, was so alles dabei ist. Bei Think Tank ist das ja immer super, super üppig, was mitgeliefert wird. Regenschutzhülle, Hüftgurt, der abnehmbar ist. An der Seite zeige ich euch gleich. Dann liefert Think Tank immer so ein bisschen, ich finde das eigentlich ganz lustig, so eine Installationsanleitung mit. Was könnte man alles hineinstecken in den Rucksack? Ist ganz lustig, hier die Nikon-Variante und auf der Rückseite meistens die Canon oder mittlerweile die Sony-Variante, so dass man sieht, was man reinbringen kann, inklusive hier auch, wenn man ihn im Fotofach einfach als Kamerarucksack, als Alltagsrucksack benutzen möchte, denn auch das geht. Fangen wir mal von hinten an. Wir haben, hier ist nochmal die Anleitung, wie die Tripod-Halterungen, das sind diese Schlaufen, die man hier einhängen kann, wie man die anbringen kann. Innenleben, Einteiler, Regenhülle, Gurte, Grams, was mitgeliefert wird, da ist Think Tank gigantisch und es wird wirklich sehr, sehr viel mitgeliefert. Wir finden einen Handgriff, wir finden einen Überwurfdeckel, wir finden 2 Seitentaschen, die expandierbar sind. Das sind keine Neoprentaschen, da war wohl noch ein Gurt, sondern diese mit diesem Metallverschluss, die wir auch von anderen Herstellern her kennen, äußerst robust, die dann mit einem Klettverschluss aufgemacht werden können, so dass man hier Wasserflasche, Stativ, wie auch immer mit reinstecken kann. Unten geschlossen, lässt sich aber mit einem Klettverschluss nicht aufmachen. Innen drin ist ein Klettverschlussteil, das man umklappen kann, so dass der Boden gepolstert ist. Das kann man an der Seite dann festmachen. Ansonsten kann man es wieder so einklappen. Es hält dann hier mit dem smarten Klettverschluss und für die ganz robuste Variante kann man dann diese Metall Schlaufe und an die muss man sich gewöhnen, denn die befinden sich auch am Frontdeckel, die kann man dann hier wieder so einhängen. Auf der Rückseite finden wir 2 Schultergurte mit D-Ringen, Metall-D-Ringen, wenn man sich hier Schlaufen oder GPS-Empfänger, Smartphone-Halterung, whatever man alles hier einhängen kann, befestigen kann. Wir finden eine höhenverstellbare Geschichte für den Brustgurt. Wir haben hier keine Sicherheitspfeife dabei. Aber wir haben einen sehr längenverstellbaren Brustkorb, der da auch bei Kerlen in meinem Format nicht hier oben am Hals einschnürt, sondern bequem hier vorne an der Brust sitzt. Wir finden hier noch verschiedene Schlaufen, wo ich auch hier noch Themen einhängen kann. Das Rückenpolster ist gut gepolstert, auch hier hinten auf dem Becken nochmal extra gepolstert. Besondere Lüftung haben wir nicht. Ich gehe davon aus, so intensiv habe ich ihn aber nicht genutzt, dass man hier schwitzen wird. Es ist hier ein wenig von diesem Meshpolster etwas eingelassen, aber es ist nicht wirklich eine Lüftungskanalisation oder von oben nach unten oder quer zu sehen. Was ihm auch fehlt, ist das Trolleyband. Das heißt, mal eben auf den Reisetrolley drüber stecken, ist in dem Fall auch nicht. Hier sind die befestigten Ösen, wo wir den Hüftgurt, den längenverstellbaren Hüftgurt einhängen können. Der Schultergurt ist extrem bequem. Ist extrem lang, so dass auch bei mir der Rucksack super tief hängt. Wenn man es denn möchte, kann man ihn sich auf die Arschbacke hängen oder eben auch hoch ins Becken, so dass die Polsterung wirklich genau hinten drauf drückt, wo sie auch hingehört. Machen wir mal auf. Die Reißverschlüsse sind sehr bequem zu öffnen. Die haben hier solche Lederriemchen, damit kann man sie gut anpacken. Und dann sind wir schon, da ist noch was von mir drin, dann sind wir schon im Innenfach. Gewöhnlicher Innenfach, wie wir ihn von Think Tank her kennen, so dass wir bequem
an alles rankommen. Hier ist kein Daypack verbaut, sondern voller Fotorucksack, den ich mir aber natürlich individuell mit diesen kleinen, vielen Einteilen, gehören noch jede Menge mehr dazu, hier einteilen kann. Ich hatte hier drinnen in meinem Test die Nikon Z7 mit dem 24-200, das 20er Ultraweitwinkel, die DJI Mavic Air, die Leica Q2, Ersatzakkus für die Air, Fernbedienung für die Drohne, für die Mavic Air, alles das war hier drin und es war immer noch nicht gequetscht. Es war auch nicht mehr viel Luft, aber es hat sehr, sehr bequem hier reingepasst. Das heißt, für die mittelschwere, mittelgroße Fotoausrüstung ideal. Der Ganze nennt sich Retrospective Backpack 15. 15 anhand der Größe, die auch ein Notebook hineinpasst. Ich habe es probiert, es passt auch das MacBook Pro hinein. An der Vorderseite, das habt ihr eben gesehen, sind hier innen drin Lederapplikationen. Diese Metallösen haben übrigens keine Funktion, das ist reines Design. Hier sind Metallapplikationen, Schlaufen, festgenäht, vernäht, an dem innen drin wasserabweisenden Stoff, außen nicht, innen drin schon, wer auch immer sich diese Reihenfolge so einfallen lässt, aber es sieht dadurch sehr bequem und auch sehr unauffällig aus. Diese Metallteile hier, die in der Länge verstellbar sind, werden hier eingehängt in diese Metallschlaufen. Das ist, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, auch einhändig zu machen. Es ist dann auch schnell zu öffnen, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Die ersten paar Versuche, die werden euch in den Wahnsinn treiben, denn es ist dann noch nicht sehr weich. Es ist logischerweise vom Material her fester und man muss sich erst daran gewöhnen, dass man es so einhuckt an der Stelle. Ist nicht ganz so trivial, vor allem wenn man nicht hinguckt, so wie jetzt gerade, aber man gewöhnt sich daran. Der Deckel selbst hat keinen Klettverschluss, der geht mit auf. Klettverschluss hören wir jetzt hier, denn wir haben hier oben einen Reißverschlussdeckel. Den kann man aufmachen, den kann man auch immer verschließen. Das Ganze, und es wird auch in anderen Rezensionen teilweise ein bisschen beäugt, da gibt es nur einen Reißverschluss und der ist tatsächlich bauartbedingt ein wenig hakelig. Thinktank selbst sagt, das ist der Vorteil. Es kommt keiner, wenn ihr am Bahnsteig steht, mal eben schnell daran, ohne dass ihr es merkt. Diesen Deckelverschluss, sodass man hier oben an die Kameras, hier hatte ich die Q und die Z7 mit dem 24-200 drin, dass man hier schnell rankommt. Das Ganze kann man verschließen, wenn man in kritische Gebiete kommt. Man kann es aber auch einfach offen lassen und entsprechend hier in den Deckel, das kennen wir aus der Retrospective, aus der Taschenserie, hier in den Deckel verstauen. Das Ganze ist jetzt ein bisschen geknorze, einmal, das macht man ja nicht regelmäßig. Und dann öffnet sich dieses Fach immer, wenn man es sauber reingepackt hat, gibt mir da jetzt ehrlich gesagt nicht gerade so sehr viel Mühe, wenn man das schön sauber reinfaltet, dann fällt das überhaupt nicht mehr auf, dann ist das innen drin zu und dann klappt das mit dem Deckel immer auf und zu. Ja, dann kann hier an den Seiten, denn ihr seht es selbst, dann kann hier Wasser eindringen, Regen eindringen und so weiter. Ist eine gewöhnungsbedürftige Sache, ich finde es aber nicht schlecht, da ich die meiste Zeit den Deckel so offen drauf liegen hatte und ihn einfach drüber geworfen habe. Ich persönlich kam mit dieser Variante am besten zurecht. Es gibt zwei, drei Varianten. In das Deckelteil rein, dann geht er immer mit auf und zu. Ihn hier festkletten, dann geht er auch immer mit auf und zu. Das war die Variante, die ich gewählt habe. Oder ihn immer verschließen, dauert dann eben Moment, dafür ist es relativ diebstahlsicher. Geht alles. Dann kommen wir hier rein. Im Inneren des Rucksacks finden wir dann das entsprechende Notebook-Fach. Hier passt auch das 16 Zoll MacBook rein. 16 Zoll Windows-Notebooks wird knapp, da würde ich mit 15 Zoll das Maximum ansehen. Hier vorne haben wir ein großes geräumiges Vorfach. Hier passt auch das iPad Pro 12.9 2020, 2021 auch mit dem stabilen Magic Keyboard rein. Und hier sind noch jede Menge Einzelfächer für Visitenkarten, für Stifthalter, all diese Dinge hier innen drinne, noch mit einem Reißverschlussfach abgesichert, wenn ihr die ganz persönlichen Sachen, huch, was habe ich denn hier drinne? Ein Kartenleser, den habe ich schon vermisst. Hier ist nochmal ein Band mit einem Schlüsselhaken, Kunststoff, wie lange der hält, na gut, aber so, dass man die persönlichen Sachen hier auch nochmal extra wegschließen kann, um das Ganze wirklich so diebstahlsicher zu machen, wie es nur irgendwie geht. Diese Höhenverstellung hier für den Deckel ist natürlich, je nachdem, was ihr rein habt, recht praktisch. Der Rucksack selbst kostet 229 Euro. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Kann ich ihn uneingeschränkt empfehlen? Naja, das kommt drauf an. Uneingeschränkt ist immer schwierig. Er hat keinen wasserabweisenden Boden.
in den Regen, Outdoor, ihn stellen, geht so. Der Stoff selbst saugt sich schnell voll. Das ist so ein Baumwollgemisch. Innen drinnen wird nichts reinkommen, weil der Innenstoff wasserabweisend ist. Schick finde ich ihn, weil er nicht so kofferartig daherkommt, wie man ihn auf den Produktfotos sieht, sondern weil er wie die Retrospective-Serie sehr bequem, sehr knautschig ist. Schützen tut er das Equipment gut. In Gegenden gehen, wo man nicht unbedingt mit Kamera-Equipment auffallen will, sehr gut, weil ich ihn oben relativ diebstahlsicher machen kann und der Hauptzugriff vom Rücken kommt, nicht von vorne. Das gefällt mir alles sehr gut. Er ist ein wirkliches Packwunder, er ist klein und smart, es passt ein iPad rein, es passt ein MacBook 16 Zoll rein, es passen zwei Systemkameras rein, es passt eine kleine Drohne rein. Wow, kleines Stativ, Wasserflasche, geht. Und er ist trotzdem noch bequem zu tragen. Preis-Leistung finde ich akzeptabel. Ich selbst würde bei so viel Equipment aber dann tatsächlich doch eher zum Compagnon Explorer oder Element Line greifen, weil er vom Tragegestell her bequemer ist. Das Ganze muss ich aber euch überlassen. Je nachdem, wie viel und was ihr mitnehmen wollt und wo ihr hingeht, kann dieser Rucksack Simtank Photo Retrospective Backpack 15 eine echte Alternative für euer Business, für euer Hobby, für eure Leidenschaft sein. Schaut ihn euch an, es gibt ihn in diesem Schwarz und es gibt ihn in der Farbe Pinestone, dieses grüne Outdoor-sandfarbene Gemisch. Auch eine ganz schicke Geschichte. Wer schon die Retrospective-Serie, Taschenserie für sich entdeckt hat und die gut findet, damit zurechtkommt, der wird hier sofort zu Hause sein. Da macht ihr nichts falsch. Werde ich den behalten? Nein, werde ich nicht. Für kleinere Sachen nehme ich meinen Lovebro Tracky im Moment, nehme meine Ledervariante, den Everest und das Matterhorn fürs Business und für die Outdoor-Sachen, für die Hochzeiten nehme ich dann den Element Backpack, der eben deutlich größer nochmal ist und vom Tragegestell her nochmal bequemer ist. Aber genau da mitten in dieser Lücke findet dieser Rucksack hier seine Nische. Schaut ihn euch an. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dieser Vorstellung. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Like und Abo dalassen. Bei Fragen oder Kritik schreibt mir gerne persönlich oder auch unten in die Kommentare. Ich bin da sehr offen, wisst ihr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und jetzt fange ich an, mich zu wiederholen und deswegen machen wir aus. Ciao, ciao.